Herzlich willkommen im Schneidkongress in Dortmund. Mein Name ist Sebastian Biermeier. Ich bin Verkaufsleiter und Prokurist bei der Firma Erl Automation. Wir sind ein Mitglied der Erl-Gruppe. Es freut mich sehr, dass Sie heute bei uns da sind zur Podiumsdiskussion. Und das Thema, was wir heute haben, ist die Schweißnahtvorbereitung mit einem Roboter. Wie sieht so ein Roboter aus? Einfach mal willkürlich drei Beispiele gewählt. Alle drei Bilder zeigen einen Roboter, mit dem man eine Schweißnahtvorbereitung machen kann. Jetzt sind Sie alle darauf gespannt, was erwartet Sie hier drin in dieser Podiumsdiskussion. Ich will ein bisschen vorgreifen und einfach mal ein paar Themen Ihnen zeigen, was wir hier heute behandeln werden. Und zwar Roboterprogrammierung. Brauche ich hierzu Ingenieure? Qualität, bekomme ich überhaupt gute Phasen mit einem Roboter? Wirtschaftlichkeit, ja, lohnt sich denn so ein System überhaupt? Roboter, das sind ja mehrere Arbeitsschritte. Warum mache ich das nicht auf einer Maschine? Mache ich das mit Schneidprozessen autogen, Plasma? Geht das überhaupt vernünftig? Vielleicht sogar in Kombination? Und habe ich vielleicht viele Phasen, viele Arten von Phasen? Und kann der Roboter überhaupt diese Phasen schneiden? Und wenn ich viele Phasen habe, reichen die mir die Phasen für dieses System? Kann ich das System auslasten? Schneidet der mir 1 Meter Phase am Tag oder vielleicht 1 Kilometer Phase am Tag? Auf das werden wir heute ein bisschen eingehen. Und ich könnte Ihnen die Fragen gar nicht beantworten. Deswegen haben wir hier ein paar Spezialisten eingeladen, die uns hier weiterhelfen werden. Der erste Spezialist, ganz links, kommt aus dem Werk Ehingen von der Firma Liebherr. Liebherr hat in Ehingen 40 Jahre Erfahrung im Mobilkranbau. Liebherr hat 30.000 Mobilkräne gebaut, 1.400 pro Jahr. Sie machen 1,5 Milliarden Euro Umsatz und sind am Standort in Ehingen 3.400 Mitarbeiter. Sie sehen rechts ein kleines Bild von diesem Standort und unser Gast von Liebherrwerk Ehingen ist der Herr Christian Biesinger. Er macht dort die Werksplanung, ist verantwortlich für alle Investitionsprojekte in der gesamten Fertigung, findet seine Prozesse, die zu ihm passen oder die zum Werk Ehingen passen, meist bei Technologieführern, und ist ausgebildeter Industriemechaniker, hat dann ein Studium zum Diplom-Ingenieur Produktionstechnik gemacht und sogar noch den Schweißfachingenieur. Er geht heute mit der Kernaussage ins Rennen: Die Vorbereitung der Schweißnaht mit dem Roboter ist für Liebherrwerk Ehingen das derzeit universellste Fertigungsverfahren hinsichtlich Qualität, Preis-Leistung und Flexibilität. Der zweite im Bunde, eins weiter rechts, ist Herr Ephraim Arzt. Herr Ephraim Arzt ist beschäftigt bei der Goldhofer AG. Goldhofer AG wirbt, sie haben 113.650 Tage Erfahrung in Transporttechnologie. Stimmt am Tag genau, also ich habe das nachgerechnet. Haben 35.000 Fahrzeuge in 160 Länder geliefert. Sind 700 Mitarbeiter am Standort in Memmingen und erzielen 650 Millionen Euro pro Jahr Umsatz. Ephraim Arzt ist dort Teilproduktionsleiter für die Vorfertigung und den Stahlbau. Verantwortlich für fast 200 Mitarbeitern und von der Ausbildung her Diplom-Ingenieur Maschinenbau. Seine Kernaussage ist, der Umstieg vom Phasenaggregat hin zum Roboter hat für Goldhofer mehr Flexibilität bei der Schweißnahtvorbereitung, schnellere Durchlaufzeit und dadurch Kapazitätssteigerungen in den Bereichen Zuschnitt, Schleiferei und Fräserei erzielt. Ganz rechts unser dritter Mann im Bunde, Herr Stefan Limberger. Herr Stefan Limberger kommt von ISW Steel Components aus Österreich bei Linz. Diese Firma hat über 20 Jahre Erfahrung in der Stahlbearbeitung. Die Prozesse Schneiden, Schweißen, Glühen, Fräsen, Lack und Richten finden Sie alles hier unter einem Dach.
Sie machen 12 Millionen Euro Umsatz pro Jahr und beschäftigen 55 Mitarbeiter. Herr Limberger ist dort der Betriebsleiter. Die Verantwortung vom Verkauf bis zum Invest trägt er. Er ist für 55 Mitarbeiter verantwortlich, ist von der Ausbildung her Werkzeugmacher und technischer Zeichner und studiert aktuell Betriebswirtschaft mit dem Masterstudium. Seine Kernaussage ist, Schweißnahtvorbereitung ohne einen Roboter ist bei ISW mittlerweile nicht mehr vorstellbar. Wir werden jetzt mit der Podiumsdiskussion beginnen. Wir sehen nochmal unsere Systeme im Hintergrund, damit Sie auch immer wissen, dass heute das Thema Schweißnahtvorbereitung mit dem Roboter heißt.